Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Peru. Ganz wichtig an dieser Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich vor Ort schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch da oben auch noch einmal verlinkt habe. Ja, auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand der damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich natürlich geändert haben und ihr solltet euch deswegen nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus auch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Dann beginnen wir auch sogleich mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise erfolgt wohl meist per Linienflug. Ich bin zum Beispiel über Amsterdam mit der KLM in ca. 12 Stunden bis nach Lima geflogen. Weitere Verbindungen bestehen über Madrid oder die USA. Schon im Flugzeug wird eine Zollerklärung ausgeteilt. Um am Boden Zeit zu sparen, füllt man diese am besten schon im Reiseflug aus. Auf der Rückseite stehen die Freimengen gewisser Waren. Diese sind sorgfältig zu lesen. Zur Einreise ist ein Reisepass nötig, der noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus gültig ist. Für aktuelle Details informiere man sich wie üblich auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Bei der Einreise erhält man einen Stempel in den Reisepass, der für eine Aufenthaltsdauer von 90 Tagen berechtigt. Der Grenzbeamte vermerkt dazu im Pass den Tag der Einreise. Wenn man über den Airport Lima einreist, werden die Einreisedaten elektronisch gespeichert und können gegebenenfalls auch über das Internet abgefragt werden. Ansonsten keine Fragen, einfach rein. Am Lima Airport hat das Handling auch in Englisch geklappt. Peru ist flächenmäßig gar nicht so klein und es braucht fürs Vorankommen schon einiges an Zeit. Das Land weist aufgrund der Lage der Anden mehrere Klimazonen auf. Der wüstenhafte Küstenbereich, das Andenhochland und der Regenwald. Das Andenhochland erstreckt sich nicht selten in Höhen bis zu knapp 5000 Meter über Normalnull und wird von einigen Vulkanen noch bei weitem übertroffen. Demzufolge kann auch die Höhenkrankheit ein Thema sein und es sei Reisenden gut geraten, erst auf moderaten Höhen einen Trip zu beginnen. Lima liegt auf Seelevel, Nazca auf ca. 500 Meter, Arequipa auf rund 2200 Meter, Puno auf etwa 3800 Meter, Cusco irgendwas um die 3400 Meter und Machu Picchu auf 2400 Meter. Die Menschen stehen Touristen durchaus offen und hilfsbereit gegenüber, dennoch merkt man eine gewisse Sprachbarriere. Zumindest rudimentäre spanische Kenntnisse sind auf jeden Fall von Vorteil. Am Flughafen Lima, auch Nazca und generell touristisch erschlossenen Orten, kommt man aber auch mit etwas Englisch durch. Leider gehört Peru nicht zum Sortiment reicher Länder. Viele Häuser sind von außen nicht verputzt und tragen so zum Bild eines ja eher ärmeren Landes bei. An vielen Orten liegt auch einiges an Müll am Straßenrand rum und dort wird er nicht selten auch in offenen Feuerstellen gleich verbrannt. In Puno am Titicacasee ist de facto kein einziges Haus verputzt. In Lima besteht eine kleine, aber feine Mittel- und Oberschicht, die besonders in den Stadtteilen Miraflores und Barranco anzutreffen ist. Durch die Ausdehnung Perus und auch durch die landschaftliche Prägung der Anden gibt es mehrere Klimazonen. Im Dezember habe ich Lima bei Ankunft kühl mit 18 Grad erlebt, aber doch mit etwas Luftfeuchtigkeit durchsetzt. Oft hängt über Lima ein schier wirklich undurchdringlicher Hochnebel, der meist erst später am Tag abzieht. Nazca begrüßt indes seine Besucher mit trockenem Wüstenklima um die 30 Grad. Arequipa liegt bereits auf 2300 Meter über Normalnull und demzufolge ist es dort auch nicht gar so heiß. Man kann im Dezember durchaus etwa so 23 Grad erwarten. Die Luft ist schon dünner, erinnert obendrein aber etwas an erste warme Frühlingsluft in Deutschland. Generell ist für Peru wohl das Zwiebelprinzip zu empfehlen, um den Wetterbedingungen etwas entgegensetzen zu können. Je weiter man nach Cusco und später auch Machu Picchu zur Jahreswende kommt, da kann man durchaus auch mit heftigen Regenfällen oder lang anhaltenden Nieselregen rechnen. Zur Jahreswende herrscht Regenzeit, aber auch zugleich Nebensaison. Generell ist aber auch zu bemerken, dass sich das Wetter hier binnen kurzer Zeit ändern kann. Peru hat teils 115 Volt und teils 220 Volt Wechselspannung. In manchen Hotels sind sogar 2 Steckdosen mit beiden Spannungen nebeneinander vorhanden. Die Euro-Schuko-Stecker passen, ohne Verbindung zum Schutzkontakt, in die peruanischen Steckdosen mit 220 Volt meist ohne Adapter direkt hinein.
Die Steckdosen mit 115 Volt haben die US-amerikanische Schlitzkonfiguration mit den zwei parallel angeordneten Stiften. Das Stromnetz ist recht stabil. Während der Reise gab es nur im Yanke im Kolkatal einen kurzzeitigen Ausfall und mitten in der Nacht in Ollantaytambo. Internet ist per WLAN in den Hotels meist gratis bzw. im Preis inklusive. Es hat eine recht gute Geschwindigkeit. Je größer die Stadt, desto schneller und desto stabiler. In Restaurants oder öffentlichen Parks größerer Städte, vor allem an touristischen Orten, gibt es aber auch sehr oft WLAN. Der Netzanbieter für SIM-Karten heißt Claro. Am Flughafen Lima gibt es einen Stand direkt in der Halle der Gepäckausgabe der internationalen Ankünfte. In größeren Städten gibt es Läden mit Warensortiment nach westlichem Standard, gegebenenfalls auch größere Einkaufsmalls, an denen man aber nicht zwangsweise vorbeikommt. Unterwegs, vor allem in den ländlich ärmeren Ecken, an den Verbindungsstraßen oder anliegenden Ortschaften, trifft man oft nur auf bruchbudenartige Häuser, die von außen zunächst erst einmal unscheinbar oder verfallen wirken. Ein Blick durch die Tür lässt dabei erkennen, dass man zumindest ein Warenangebot eines Kiosks erwarten kann, wobei das Angebot vorwiegend auf Getränken liegt. Weiterhin kann man Getränke an besseren Tankstellen bekommen. Die Auswahl variiert dabei stets stark. Gelegentlich sieht man von außen auch Schilder mit dem Aufdruck Minimarket oder Minimart. Ansprüche an das Warenangebot kann man allerdings nicht groß stellen, da die Palette schon oft schon bei Getränken und Schokoladenriegeln endet. Apotheken fungieren unter dem Namen Inka Pharma. In Peru herrscht Rechtsverkehr. Die Zustände auf den Straßen sind jedoch nicht mit denjenigen in Europa, westlichen Ländern oder auch nicht mit dem südlichen Nachbarland Chile zu vergleichen. Chaosniveau, wie beispielsweise in Indonesien oder anderen asiatischen Staaten, trifft es da schon besser. Reiseführer raten daher auch nicht selten von Mietwagenrundreisen ab. Auf der Straße bewegen sich in Peru von freilaufenden Hunden, Schafen, über Tuk-Tuks bis zum LKW diverse Fahrzeuge und Tiere, die allesamt um das schnelle Vorankommen kämpfen. Teilweise wird auf einer zweispurigen Straße in Städten bis zu vierspurig gefahren und dabei die Spurkennzeichnung auf der Straße gern ignoriert. In Städten ziehen andere Verkehrsteilnehmer auch extrem dicht am eigenen Auto vorbei, sodass gerade eine Handbreit zwischen den Außenspiegeln übrig bleibt. Nicht nur in den Städten, auch auf Überlandstraßen gibt es zudem viele Bumper, also so Asphaltbuckel, die zum langsamen Fahren zwingen. Bahnübergänge sollten genauso langsam überfahren werden, weil der Teerbelag zwischen den Schienen oft abgesackt ist und ein Aufsetzer droht. Lichtanlagen werden halbwegs beachtet, gelegentlich wird der Verkehr in Städten zusätzlich per Hand durch Polizisten geregelt. Ampeln sind oft mit einem Timer ausgestattet, der die Wartezeit bis zur nächsten Grünphase rückwärts zählt. Dafür haben manche Ampelanlagen aber auch keine Gelbphase. Als Legitimation zum schnellen Vorankommen, sofern Platz, wird gern der Warnblinker eingeschaltet, das eigene Vorankommen durch vermehrte Hubsignale begleitet und durch die Verwendung häufigen Aufblinkens per Fernlicht signalisiert. Besonders wichtig ist ohnehin das Einschalten des Abblendlichtes auch bei Tag, besonders auf Straßen außerhalb der Ortschaften. Dies wird von der Polizei geprüft und gegebenenfalls werden die Fahrzeuge auch angehalten und die Fahrer zu einer Strafzahlung gebeten. Ohnehin, sagt man der peruanischen Polizei nach, nicht ganz sauber zu arbeiten, hat man es doch oft mit korrupten Beamten zu tun, die es auf das Geld der Reisenden abgesehen haben. Man tut also gut daran, einen kleineren Bargeldbetrag, beispielsweise so 100 Soles im Portemonnaie zu haben und das Restgeld anderweitig am Körper zu verbergen. Überdies werden harte Dollar natürlich bevorzugt, weil der Nuevo Sol weniger wert ist. Die Straßenqualität ist indes unterschiedlich. Die Panamericana von Lima bis Pisco ist autobahnähnlich, vierspurig ausgebaut. Weiter nach Süden gibt es ab Nazca Richtung Arequipa auch Abschnitte mit vielen Schlaglöchern. Die wichtigsten Nebenstrecken sind asphaltiert. Unwichtige Nebenstraßen sind oft Schotterpisten. Speziell die ca. 600 Kilometer lange Querverbindung von Ollantaytambo nach Nazca ist auch recht abenteuerlich. Man quert viele Pässe und Täler. Es gibt unzählige Serpentinen. Die Strecke teilt man am besten auf mindestens 2 Tage auf. Weiterhin gibt es einige Straßenabsenkungen, die bewusst überspült werden können. Wenn man an Berghängen vorbeifährt, ist stets auf die Straße zu achten. Oft liegen teils große Steine auf der Wegstrecke. Deshalb nie bei Dunkelheit fahren. Nur bei Tageslicht kann man die Gesteinsbrocken rechtzeitig erkennen. In Baustellen ist der Teerbelag oft einem Brachland gewichen. Nach einer kräftigen Regenschauer fährt man hier de facto durch ein Schlammfeld. An den Hauptverbindungen trifft man auch immer wieder auf Mautstationen, die hier Peaje heißen. Als Alleinreisender mit Pkw zahlt man meist so 4 bis 15 Soles.
Das Tankstellennetz ist als gut zu bezeichnen, obgleich es auch Abschnitte gibt, wo mal weniger kommt. Um Lima herum bzw. entlang der Panamericana ist das Netz noch etwas dichter, Richtung Süden dünnt es sich marginal aus. Unterwegs hat de facto jeder größere Ort eine Tankstelle. An der Zapfsäule wird man stets mit einem Tankwart bedient. Man bleibt im Auto sitzen und sagt zum Beispiel 95 für 95 und completo für voll. Gern auch para 40 soles, also für 40 soles bitte tanken. Abgerechnet wird in Peru stets in Gallonen. Eine Gallone kostet zum Zeitpunkt meiner Reise ca. 11 bis 13, 60 Soles für Benzin. Es gibt neben Diesel noch mehrere Sorten unterschiedlicher Oktanzahl. Von 90 bis 97 ist einiges dabei. Besonders die geringere Oktanzahl treibt den Verbrauch in die Höhe, der noch einmal höher ausfällt, wenn man an die teils größeren Höhenunterschiede der Anden denkt. Man achte auf rechtzeitige Befüllung des Wagens. Obendrein sind die höheren Oktanzahlen oft nicht verfügbar. Mal ein Verbrauchsbeispiel. Ich bin zum Beispiel im Kolkatal losgefahren und dann gleich am Morgen galt es 3000 Meter Höhenunterschied zu bewältigen auf dem Weg nach Arequipa. Und ja, der bevorstehende Pass hatte ja 4800 Meter Höhe über Normalnull. Und sogleich war ein Balken der Tankanzeige weg. Die Zapfsäulen werden ebenfalls durch einen Bediensteten bedient und erinnern oft bei genauerem Hinsehen an einen amerikanischen Typ, also US-amerikanischen Typ, denn zur Aktivierung der Pumpe muss ein Hebel nach oben gedrückt werden. Bezahlt werden kann aber nur bei ca. 10% der Tankstellen mit Kreditkarte. Sofern dieser Service angeboten wird, steht es auch draußen dran. Aber auch darauf sollte man sich nicht unbedingt verlassen. Selbst bei den ca. 10% kann es noch vorkommen, dass plötzlich das Kartenlesegerät die Kreditkarte nicht akzeptiert. Also immer ausreichend Bargeld dabei haben. Ein voller Tank sind ganz grob 90 Soles, also rund 38 Euro. Tankstellen heißen in Peru zum Beispiel Repsol, Pesca oder Primax. In Peru gibt es viele Möglichkeiten zur Übernachtung. Im Gegensatz zum südlichen Afrika besteht nicht zwangsweise die Notwendigkeit einer Reservierung. Ich würde sie jedoch jedem empfehlen. Denn ohne zu wissen, wo man nächtigt in einem dritte Weltland, weiterhin bringe man vorab in Erfahrung, ob das Hotel auch Parkplätze anbietet, sofern man mit dem Auto reist. Speziell Hotels im Innenstadtbereich, also zum Beispiel in Cusco oder Arequipa, verfügen meist über keine eigenen Parkplätze. In Arequipa wurden im Innenstadtbereich blaue Parkzonen, also so mit blauen Bordsteinkanten, eingerichtet. Hier kostet das Parken in der Zeit zwischen 7 und 19 Uhr Geld. In Cusco ist im Innenstadtbereich überall Parkverbot. Hier muss man gegebenenfalls auf eine Garaje ausweichen, also so eine Art Parkhaus oder öffentlicher Parkplatz in Hinterhöfen der Gebäude. Das Spektrum der Übernachtungsgelegenheiten reicht vom normalen Hotel bis zur Hospedaje, einer landestypischen einfachen Unterkunft. Die Preise schwanken demzufolge auch zwischen 15 bis 150 Euro pro Nacht. Speziell die Kette Casa Andina hat in vielen Landesteilen Premium-Hotels im Programm, sofern man das bevorzugt. In den Hotels ist WLAN sowie Frühstück de facto immer inklusive, bezahlen kann man sehr oft mit Kreditkarte und tut dies erst bei Abreise. Check-in ist vielerorts bereits früher am Tage möglich. Zum Check-out wird man meist um 12 Uhr gebeten. Übrigens, in den peruanischen Toiletten wirft man keine, auch keine benutzten Tücher oder Toilettenpapier ein. Dafür steht stets ein Abfalleimer direkt neben der Toilette. Als Grund werden die dünnen Leitungsrohre in Peru angegeben. Es empfiehlt sich, sogleich am Flughafen eine größere Sicherheitsmenge Bargeld zu ziehen, sagen wir äquivalent 200 Euro, da nicht überall ATMs auf Anhieb zu finden sind. Man muss schon genau wissen, wo sich ein Bankautomat befindet. Meist findet man welche im Innenstadtbereich, an den zentralen Plätzen, gelegentlich auch in besseren Hotels oder Fastfoodketten. Wenn man über Land fährt, gibt es entlang der Hauptstraße keine ATMs. Bargeld spielt ohnehin noch eine recht große Rolle, speziell beim Tanken oder auch zum Zahlen mancher Eintrittsgelder. In besseren Restaurants, vor allem an touristisch erschlossenen Orten, kann man fast überall mit Kreditkarte zahlen, sofern das Lesegerät die Karte auch verarbeitet. Meist wird Visa akzeptiert, etwas seltener die Mastercard. Ein PayPal-Konto kann eine weitere Alternative sein. Touren oder auch Hotels auf die Schnelle zu bezahlen, wenn vor Ort das Kartengelesegerät mal wieder gestreikt hat. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man sich nicht immer auf das Versprechen Kreditkartenzahlung möglich verlassen sollte. Neben dem Nuevo Sol oder abgekürzt PEN wird vielerorts auch der US-Dollar akzeptiert. Zum Zeitpunkt meiner Reise ist auf jeden Fall eine Drohne beim Zoll anzumelden und dafür 18% des Nutzwertes zu hinterlegen. Am Flughafen holt man nach der Migration den Koffer zunächst vom Band. Die Schalter für den Zoll sind in der gleichen Halle.
Zum Einführen einer Drohne wird ein neues Zollerklärungsformular ausgehändigt als das, was man vorher im Flugzeug bekommt, und ein Mitarbeiter schaut sich die Drohne genauer an. Ein weiterer Schalterbeamter fertigt in der Zwischenzeit eine Rechnung, die bei der Banco de la Nación direkt daneben an einem eigenen Schalter zu bezahlen ist. Mit der beglichenen Rechnung geht man dann zum Schalterbeamten zurück und darf die Halle mit der Gepäckausgabe über einen gesonderten Ausgang verlassen. Es erfolgt kein weiteres Screening des Gepäcks. Im Fall eines gebrauchten Mavic Pro, in dem Fall die 1er-Version, wurde das Gerät mit einem Wert von 1.000 US-Dollar angenommen. Das sind also 180 US-Dollar an Sicherheit, die man beim Zoll hinterlegen muss. In meinem Fall erfolgte das in bar. Weitere Genehmigungen zum Fliegen sind nicht mehr notwendig, zumindest zum Zeitpunkt meiner damaligen Reise. Es sei aber darauf hingewiesen, dass speziell an den ganzen historischen Städten das Fliegen nicht erlaubt ist. Unter anderem natürlich auch an Machu Picchu. Dort erfolgt am Eingang zwar keine Taschenkontrolle und man könnte die Drohne aufs Gelände nehmen, würde aber bei Benutzung richtig Ärger bekommen, und das sollte man natürlich nicht tun. An folgenden Orten waren Luftaufnahmen unter anderem möglich: der Oase Huacachina, den Aqueductus de Cantayoc in der Nähe von Nazca, der Colca Canyon, die Urus-Inseln auf dem Titicacasee, etwas abseits am Playa Roja sowie am Strand von Lima. Die Diskussion über Sicherheit ist wie immer eine sehr virtuelle Sache, die man gern auf Statistik und eigenen Erfahrungen oder derer anderer basieren lässt. Insgesamt sagt man Peru aber nach, zu denjenigen Ländern zu gehören, bei denen man schon deutlich mehr aufpassen muss. Speziell die Nächte sind durchtränkt von Hundegebell. Hunde dienen hier ohnehin als beste Alarmanlagen zur Sicherung des eigenen Grundstücks. In größeren Städten hört man auch sehr oft Pkw-Alarmanlagen, die meist schon bei geringster Erschütterung der unmittelbaren Fahrzeugnähe auslösen. Aufgrund ihres häufigen Erklingens besteht jedoch der Eindruck, dass sie gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Im öffentlichen Straßenbild sieht man aber zum Beispiel auch in Puno am Titicacasee, eine Stadt, bei der de facto kein einziges Haus von außen verputzt ist, Leute auf ihrem Smartphone herumtippen. Bessere Häuser sind hier dennoch mit einer dicken Wand und zusätzlichem Elektrozaun geschützt. Speziell an touristisch wichtigen Punkten ist das Sicherheitspersonal massiv verstärkt, zum Beispiel am Plaza de Armas in Cusco. Aber auch die eher kleine Stadt Nazca kann es in sich haben, wie ein Hotelbesitzer zu berichten wusste. Also Zitat: Um den Busbahnhof herum gibt es viele Bad Guys, die in einer Gruppe zusammen mit Taxifahrern arbeiten und gutes Englisch sprechen. Soweit alles klar. Selbst die peruanischen TV-Nachrichten weisen speziell für Lima darauf hin, nur autorisierte Taxis zu benutzen. Diese erkenne man am Taxischild auf dem Dach, einem Ausweis des Fahrers und an einem auf dem Wagen aufgedruckten Identifikationscode. Peru wird dennoch von 3 Millionen Touristen jährlich besucht, und mit den, ich sag mal, typischen Verhaltensregeln kann das Land bereist werden. An touristisch interessanten Punkten sieht man ohnehin viele Leute mit Kameras und Handys, zum Beispiel am Plaza de Armas in Cusco, aber auch am Titicacasee. Vor einem Erkundungstrip auf offener Straße kann es jedoch nicht schlecht sein, die Wertsachen im Hotelsafe zu belassen. Was dennoch mit muss bei einem kleinen Erkundungstrip, sollte man vielleicht an mehreren Stellen am Körper verstecken. Und was auch nicht schlecht ist, immer eine kleine Restmenge Bargeld im Portemonnaie belassen zum schnellen Herausgeben. Gegebenenfalls fragt man auch einmal im Hotel nach, wie die umliegende Sicherheitslage so ist, und richtet dann seinen eigenen Trip danach aus. Weiterhin scannt man wichtige Dokumente ein und legt sie auf ein Online-Laufwerk und ist im öffentlichen Raum stets mit Kopien der wichtigsten Dokumente unterwegs. Achtung, zum Eintritt von Machu Picchu ist der Reisepass und gegebenenfalls auch die Kreditkarte, mit der man online bezahlt hat, im Original vorzuzeigen. Lima ist Moloch und quirlige Metropole gleichermaßen. Als Tourist wird man sich meist in den Stadtteilen Miraflores, Barranco, das historische Altstadtzentrum und gegebenenfalls noch Isidro aufhalten. Die Stadtteile gelten besonders bei Tag als relativ sicher. Dennoch ist es empfehlenswert, nur das Nötigste mitzunehmen. Immerhin trifft man auf eine hohe Präsenz der Polizei und weiterer stadtteilbezogener Sicherheitsdienste. Die meisten Hotels findet man vorwiegend in Miraflores, wo eigentlich auch die meisten Sehenswürdigkeiten liegen. Allen voran ist hier der Malecón, also die Flanierstraße, zu nennen. Von Miraflores ist es ein gut 3 Kilometer Fußmarsch bis zum Nachbarstadtteil Barranco, dem Künstlerviertel Limas. Hier ist besonders der Puente de los Suspiros von Interesse. Ein Fußmarsch bei Tageslicht von Miraflores aus ist also relativ sicher. Leider liegt das historische Altstadtzentrum ca. 10 Kilometer von Miraflores entfernt. Seit 2010 gibt es das auf Bussen basierende MRT-System Metropolitano. Die Haltestellen sind mit Security-Sicherheitspersonal gesichert.
Hier kauft man sich zunächst eine RFID-Karte für 5 Soles. Die erste Ladung genügt für genau eine Busfahrt. Mit den Automaten kann man die Karte wieder aufladen. Die Automaten wechseln nicht, das überschüssig gezahlte Geld wird als Guthaben auf die Karte geladen. Der Fahrstil der Busfahrer ist schnell und ruppig. Den Bussen steht eine eigene, baulich abgegrenzte Fahrspur zur Verfügung, sodass auch bei Stau Vorankommen gewährleistet ist. Von Miraflores aus ist die nächstgelegene Haltestelle 28 de Julio im Osten des Stadtteils gelegen. Die nächstgelegene Haltestelle am historischen Altstadtzentrum lautet Girón de la Unión. Cusco ist besonders mit seinem Altstadtbereich von Interesse, liegen doch hier markante Kirchenbauwerke am Hauptplatz Plaza de Armas, an dem sozusagen das städtische Herz schlägt. Auffällig viel Sicherheitspersonal lassen den Stadtteil als recht sicher gelten. Im Altstadtbereich finden sich auch eine Unmenge an Hotels und Hospedajes. Um den Plaza de Armas herum gibt es weiterhin alles Wichtige: Fastfoodketten, Souvenirläden und Bankautomaten. Weiterhin kann man vom Plaza de Armas einer Seitenstraße abgehend in einem Office das Boleto de Turístico kaufen, das es als Teilticket 70 Soles und Vollticket 130 Soles gibt und zum Eintritt der umliegenden Inka-Stätten berechtigt. Dazu zählen die sehenswertesten Sacsayhuaman, Moray und in Ollantaytambo die Pyramidenkonstruktion. Von Arequipa aus kommend liegt das Colca-Tal de facto hinter dem Bergmassiv mit seinem Aussichtspunkt Mirador de los Andes auf 4800 Meter über Normalnull. Am Ortseingang von Chivay, hier gibt es 2 Tankstellen in der Ortsmitte, muss man an einem Checkpoint ein Boleta de Turístico kaufen, das 5 Tage gültig ist und 70 Soles für ausländische Besucher kostet. In Chivay und auch in Yanke sowie Umgebung gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten, auch gehobener Klasse. Die durch das Colca-Tal führende Straße ist seit kurzem mindestens bis zum bekannten Aussichtspunkt Mirador Cruz del Condor geteert. Bis zum bekannten Aussichtspunkt sind es ab Taleingang ca. 38 Kilometer. Die Straße quert im Verlauf 3 Furten, die besonders am Nachmittag gegebenenfalls unüberwindbar sein können, weil Wasser auch größere Steine mitgespült haben kann. Am besten besucht man das Tal ohnehin gegen Morgen, weil die Sonne dann rückseitig steht und das Licht zum Fotografieren besser ist. In den frühen Tagesstunden ist auch die Chance größer, am bekannten Aussichtspunkt Kondore fliegen zu sehen. Zur Jahresmitte eher noch als in den Monaten zum Jahreswechsel, weil die Vögel dann ihre Brut großziehen. Besonders gegen Abend kann es im Colca-Tal aber auch sehr windig sein, als Hinweis für Drohnenflieger. Um die Nazca-Linien zu sehen, bietet sich ein Rundflug an. Zunächst kann man sie aber auch ohne Flug direkt von der Straße aus beobachten, zumindest einige wenige von einem stählernen Aussichtsturm an der Panamericana Richtung Nazca. Der Eintritt kostet hier wenige Soles im einstelligen Bereich. Rundflüge werden meist ab dem Flughafen Maria Reiche in Nazca sowie dem Flughafen Las Dunas in Ica und Pisco angeboten, letzterer am weitesten entfernt. Vor Flügen ab Nazca warnt das Auswärtige Amt im Jahr 2017 noch immer, da sich um das Jahr 2010 herum einige Abstürze ereignet haben. Meinen Anbieter habe ich durch eine simple Suchmaschinenanfrage gefunden. Die Agentur bedient gleich alle 3 Flughäfen. Ab Ica wird auch ein Abholservice vom und zum Hotel angeboten. Der Flughafen von Ica, oder besser Airstrip, liegt inmitten einem brachlandartigen Gelände, umgeben von halbfertigen Bauruinen und insgesamt eher ärmlichen Verhältnissen. Der Fahrer begleitet einen in das Terminalgebäude. Hier muss der Reisepass im Original vorgezeigt werden. Man wird gewogen und muss 10 US-Dollar bzw. 30 Soles Flughafengebühr bezahlen. Danach geht es durch einen Metalldetektor in einer kleinen Sicherheitskontrolle. Der Touranbieter empfiehlt nicht viele Sachen mitzunehmen. Gegen Unwohlsein im Magenbereich wird das peruanische Medikament Gravol empfohlen. Der Tourorganisator empfiehlt weiterhin, nicht direkt vor dem Flug Nahrung aufzunehmen. Für den Flug zieht man sich am besten lockere Kleidung an, weil es im Flieger recht warm sein kann. Das Flugzeug ist gegebenenfalls mit einer Klimaanlage ausgestattet. Ab Ica handelt es sich um eine Cessna mit 2 Piloten und 12 Passagieren. Beim Boarden bekommt man die Sitzplatznummer mitgeteilt und kurze Informationen zum Flug. Ab Ica sind die Scharbilder Nazcas ca. 20 Flugminuten entfernt. Das Flugzeug fliegt in einem engen, schnellen 45-Grad-Winkel jeweils so, dass die Passagiere von beiden Seiten aus ihre Fotogelegenheit erhalten. Dabei entwickeln sich schon beachtliche G-Kräfte.
Circa 30 Minuten lang werden die Figuren abgeflogen. Ja, und sie sind zwar gut zu sehen, aber insgesamt geht es doch relativ schnell, weil das Flugzeug natürlich nicht in der Luft anhalten kann. Filmaufnahmen empfehle ich übrigens mindestens mit 50 Bildern pro Sekunde zu machen, um die Aufnahmen hinterher ruckelfrei langsamer ablaufen zu lassen. Auch ist es auf der Digitalkamera nicht selten relativ schwer, das Motiv am Boden überhaupt gescheit zu erkennen, wegen des doch eher geringen Kontrastverhältnisses. Am besten Kamera einfach draufhalten. Zur weltberühmten Inka-Zitadelle gibt es mehrere Wege. Da wäre zum einen der Fußweg Inca Trail, der bereits in Cusco beginnt und locker 4 Tage dauert. Von Cusco aus kann man mit dem Zug über Ollantaytambo nach Aguas Calientes fahren, das als Turidorf zu Füßen der bekannten Inka-Zitadelle liegt. Da die Straße in Ollantaytambo aber bereits endet, kann man auch eben mit dem Auto dorthin fahren und belässt den PKW beim Hotel und nutzt dann die Zugverbindung nach Aguas Calientes. Manche Backpacker berichten noch von einem weiteren sehr preiswerten Weg. Man steigt in Cusco in eine spezielle Busverbindung, die am Wasserwerk Hidroelectrica nahe Aguas Calientes endet. Hier soll man noch zum Zug zusteigen können. In diesem Fall schlagen manche Leute im Internet vor, dann entlang der Bahngleise nach Aguas Calientes zu laufen und das letzte Stück ebenfalls zu Fuß den Berg hochzugehen. Allerdings hat man mittlerweile Schilder aufgestellt, dass das Laufen zu gefährlich sei und an der Station Hidroelectrica hat der Zug, zumindest bei meiner Fahrt, nicht gehalten. Leider ist der Zug auch nicht die preiswerteste Möglichkeit. Eine einfache Fahrt ab Ollantaytambo kostet ca. 50 bis 90 US-Dollar, einfache Strecke. Hinzu kommen noch gegebenenfalls eine Busverbindung von Aguas Calientes hinauf auf den Berg sowie der Eintritt natürlich für Machu Picchu selbst für in etwa 40 Euro. Der Zug fährt mit 30 km/h und benötigt dafür 1 Stunde und 40 Minuten. Im Ticket enthalten ist ein Heißgetränk und ein kleiner Snack. Wer von Aguas Calientes nicht den Berg hinauf zur Zitadelle laufen will, kann wie erwähnt den Bus nehmen. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs kann man ein Return-Ticket für 79 Soles bzw. 24 US-Dollar kaufen. Dazu ist auch der Reisepass im Original vorzulegen, weil die Passnummer im Busticket systemseitig eingetragen wird. Die Busse fahren ab, sobald sie voll sind. Über 8 Kilometer geht es serpentinenartig den Berg hinauf. Dafür benötigt der Bus ca. 30 Minuten einfache Strecke. Während man für den Bus kein Ticket vorab reservieren muss, kann dies in der High Season, also von Juni bis August, für den Zug und vor allem für Machu Picchu wichtig sein. Pro Tag dürfen die Inka-Zitadelle maximal 3000 Leute besuchen. Wer zusätzlich noch auf den Nachbarberg Huayna Picchu hinauf möchte, sollte unbedingt vorab ein Ticket reservieren. Die maximale Kapazität ist auf 450 Personen pro Tag begrenzt. Vor dem Einlassgate gibt es Toiletten. Die Benutzung kostet 2 Soles, eine Lodge, wahrscheinlich teuer, und ein Schließfachservice. Zum Einlass ist das gegebenenfalls schon vorab im Internet gekaufte Ticket mitsamt dem Reisepass vorzuzeigen. Reisepass im Original nicht vergessen, sonst wird der Eintritt verwehrt. Beim Einlassen erfolgt keine Taschenkontrolle. Das heißt, Regenschirm, Wasserflasche und gegebenenfalls Snack können mit in die Anlage genommen werden. Für das Laufen in der Anlage empfiehlt sich auf jeden Fall festes Schuhwerk. Die Steintreppen sind sehr uneben. Zur Besichtigung sind 3 bis 5 Stunden durchaus nett. Als Tickets sind 2 Besuchsschichten eingeteilt, von 6 bis 12 Uhr und von 12 bis 17 Uhr. In der Regenzeit macht die frühe Schicht durchaus Sinn. Morgens ist die Zitadelle oft weniger wolkenverhangen. Allerdings gibt es keinerlei Kontrolle, ob man nun innerhalb der Besuchsschicht oder länger in der Anlage verbleibt. Auf dem Gelände verteilt sind jedoch auch Aufpasser, die gern per Trillerpfeife die Besucher zurechtpfeifen, sobald diese aus der Reihe tanzen. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Peru. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gern mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt, sofern ihr schon mal dort wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch natürlich nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und ich verbleibe mit vielen Grüßen aus irgendeinem fernen Land.